Chancen und Möglichkeiten gesprochen, die sich für uns auftun. Und die Digitalisierung bietet uns hier mit Abstand die größten Potenziale für jetzt und in Zukunft. Machen wir es uns zur Vision, die Steiermark zum Gewinner dieser Digitalisierung zu machen. Machen wir es uns zur Vision, dass unsere Kinder eines Tages erfolgreich auf dem Wandel der Digitalisierung zurückblicken können. Und das erinnert mich eine liebe Anekdote von meinem Vater, den ich bei dieser Gelegenheit auch sehr herzlich begrüßen möchte. Und jetzt habe ich hier jetzt nicht vorbereitet, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, ihm auch zu danken, denn es war mein Vater, der vor vielen, vielen Jahren zu meinem Bruder Victor und mir gesagt hat: Christian, du machst die Wirtschaftskammer, ja, du machst die Interessenvereinigung. Und so bin ich heute hier. Vielen Dank, Papa. Das war wieder eine Bauchentscheidung, eine gute, kann ich sagen. Zurück zu dieser Anekdote. Als mein Vater als junger Mitarbeiter im elterlichen Betrieb in der kaufmännischen Abteilung begonnen hatte, war er verantwortlich für Kalkulationen, Stundensätze, Gewichtsabrechnung etc. In mühevoller Handarbeit mit Rechenschieber und Bleistift hatte ich hier entsprechend diese Kalkulationen erstellt. Und das kann so nicht weitergehen und hat ohne Rücksprache mit seinem Vater zu halten, die erste Rechenmaschine im Unternehmen gekauft und hat dann still und heimlich die Kalkulationen auf neue Beine gestellt, Stundensätze neu kalkuliert und dann mit dieser Rechenmaschine gearbeitet. Meine Frage ist, mein Großvater in sein Büro gekommen und hat gesagt, was machst du da, und hat dann die Gewichtserwerte Rechenmaschine. Mein Großvater hätte meinen Vater fast aus dem Unternehmen geworfen. Und Gott sei Dank, Sie kennen das Ende dieser Geschichte, den Ausgang dieser Geschichte, das ist zu Gewicht gekommen. Und heute können wir uns den Computer vom Arbeitsalltag einfach nicht mehr wegdenken. Und so ist es auch mit dieser Digitalisierung, meine Damen und Herren. Wir können uns die Digitalisierung heute aus unserem Alltag leben, auch nicht mehr wegdenken. Smartphone, App, Telefon, was auch immer, hat die Digitalisierung bereits heute viele Bereiche unseres täglichen Lebens ergriffen. Und so wird auch die Zukunft unserer Industrie und mit ihr die Zukunft der Menschen in der Steiermark sich von diesem Thema entscheiden. Wir sind ja heute bekanntermaßen Weltmeister im Automobilbereich, im Anlagen-Maschinenbaubereich, im Elektronikbereich, in vielen weiteren Bereichen. Wir sind sozusagen Weltmeister in der Hardware. Und nun müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir auch Weltmeister in der entsprechenden Software werden. Denn nur die Kombination aus unseren heutigen Stärkefeldern in der Hardware, gepaart mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, wird unsere Industrie, unser Land in Zukunft einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil bieten, den wir zu nutzen haben. Das werden die Herausforderungen der Zukunft sein. Dafür benötigen wir aber begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Menschen, die das realisieren können. Und daher müssen wir heute dafür Sorge tragen, wie unsere Kinder ausgebildet werden, welchen Anforderungen sie gerecht werden müssen und welche Fähigkeiten sie mitbringen müssen. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, jungen Menschen in der Steiermark die Qualifikation zu erwerben, heute, die sie in Zukunft benötigen werden. Wie viel Digitalisierung auch immer in Zukunft unser Leben beeinflussen wird, auch sie wird analog, also von Menschen bewerkstelligt. Dazu haben wir in diesem ersten Video gehört, Zitat: Maschinen sind jedoch nicht ohne die Hand, die im Einklang mit Geist und Fantasie Arbeit zu immer neuen Zielen und Herausforderungen führt. Auch die Zeichen der Zukunft werden von Händen menschlich gesetzt werden. Denn sie waren und werden es sein, die der Arbeit Atem und damit Leben einhauchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vergessen wir nicht, jedes Produkt, das heute in der Industrie hier in diesem Land hergestellt wird, ist völlig egal, ob es am Fließband produziert wird, aus einem Roboter zusammengebaut wird oder gar aus einem 3D-Drucker geprintet wird. Es stammt immer von Händen, von Menschlichen. Und sozusagen ist jedes Produkt der steirischen Industrie Handarbeit.
Und es sind ja genau diese 220.000 Hände der steirischen Industrie, welche der Arbeit und Atem und damit Leben einhauchen. Das ist die bündelnde Energie, die unser Land vorwärts bringt. Und damit ist es aber auch für uns auch selbstverständlich, dass Arbeit wesentlich mehr ist als nur Lohn. Arbeit ist Glück, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Und wenn wir diese großartige Symbiose aus dem Leben der Menschen und dem Wirken der Industrie erkennen, dann schaffen wir es, unsere Zukunft mutig, visionär und gemeinsam gekommen heißen. Was ist die Industrie? Was war die Industrie in der Vergangenheit? Was ist die Industrie in der Gegenwart? Und das wird die Industrie in der Zukunft sein. Wir leben in der Zukunft.